Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bei uns waren die letzten Tage sehr verregnet, sehr stürmisch und außer mit der Luna die Gassi-Runde zu gehen oder mal rauszugehen, hat es mich nicht wirklich vor die Tür getrieben. Und somit nutze ich heute die Gelegenheit, weil das Wetter echt beständig ist. Wir haben so einen schönen Wechsel aus Sonne, Wolken und Wind, um ein Video zu drehen, das ich schon seit einigen Tagen vorhabe zu machen. Und zwar möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Danke für die ganzen lieben, tollen Kommentare, die ich zu meinen letzten zwei Videos bekommen habe. Zum einen war es das Video, wo ich erklärt habe, ja, Werkstatt weg, Haus weg, Umzug. Da habe ich ein bisschen überlegen müssen, ob ich das Video überhaupt freischalte oder nicht, aber ich habe es dann freigeschaltet und eure Kommentare dazu, der Inhalt eurer Kommentare, der hat mich wirklich unglaublich gefreut. Es waren so viele positive Kommentare dabei, so viel herzliche Kommentare, Zuspruch. Und ich habe mich wirklich über das Interesse ja echt richtig gefreut. Das hat mich auch wirklich berührt, so viele schöne Kommentare von euch bekommen zu haben. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Des Weiteren habe ich ja auch mit meinem letzten Video, wo ich den neuen Wald, die neue Gegend hier erkundet habe, auch ein bisschen was Neues ausprobiert, wo ich halt auch einfach ein bisschen was von der Natur gezeigt habe. Sachen, die mir auffallen, wenn ich durch den Wald laufe, oder ich habe ein bisschen was zu den Pflanzen erzählt. Und ja, da wollte ich ja wissen, wie euch das gefällt. Und da habe ich ja auch nur positiven Zuspruch bekommen, dass ich sowas gerne weitermachen soll. Und ich werde das auf jeden Fall tun. Ich werde solche Videos des Öfteren machen. Bloß werde ich die nicht in einer großen Regelmäßigkeit rausbringen können, weil so ein Video braucht natürlich auch seine Zeit. Ich bin öfters auch mal draußen im Wald unterwegs und sehe viele Kleinigkeiten, die ich entdecke, aber ich habe dann die Kamera nicht dabei. Und wenn ich so eine Tour mit der Kamera mache, dann kann ich da nicht einfach nur eine Stunde rausgehen, sondern dann bin ich da wirklich auch mal den ganzen Tag unterwegs. Und dann ist man nicht nur mit der Aufmerksamkeit in der Landschaft, sondern man ist auch immer mit der Aufmerksamkeit ein bisschen bei der Kamera und guckt nach guten Einstellungen, nach guten Spots, um dementsprechend schöne Bilder auch aufzunehmen, weil das, was man mit dem Auge sieht, kann die Kamera nicht immer erfassen. Da muss man dann auch immer ein bisschen gucken. Und da das einfach auch viel Zeit kostet, nicht nur beim Drehen selber, sondern auch beim Schneiden, kann ich leider solche Videos nicht ständig rausbringen. Aber ich habe mir überlegt, da euch das gefallen hat, dass ich vielleicht öfters mal so kleine Kurzvideos drehe, indem ich vielleicht ein, zwei Sachen mal kurz zeige, die ich und vorstelle, die ich in der Natur entdeckt habe, oder ein, zwei Pflanzen, die hier gerade in der Umgebung wachsen, die ich beim Spazierengehen sehe, dass ich mir die einfach mal rauspicke, euch die zeige, ein bisschen was dazu erzähle. Und dann ist wieder gut, so kurze 2, 3, 4 Minuten Videos, je nachdem, kam mir irgendwie dann so spontan aufgrund eurer Kommentare. Für alle, die gerne meine Werkstattvideos gucken, meine Messerbauvideos oder sonstiges, gibt es auch positive Nachrichten. Ja, ich habe angefangen, die neue Werkstatt aufzubauen. Das Riesenchaos in der Garage, was die Werkstatt werden soll, hat sich gelichtet. Das war ja brutal, da ist man ja nicht mal mehr reingekommen in die Garage. Ich habe schon ein bisschen was rausgeräumt, ich habe schon angefangen, was zu machen. Ich habe einen Plan, was ich vorhab, und ich werde da demnächst das erste Video dazu auch hochladen, wo ich euch zeige, was war vorher, wie ist es jetzt, was habe ich für Ideen. Und so wird es einige Videos über die Gestaltung meiner Werkstatt geben, wie sie sich so entwickelt. Und dann gibt es auch wieder Videos vom Messerbau und solche Geschichten. Ja. Zum anderen wollten viele von euch wissen, in was für einem Haus das wir denn jetzt leben. Und ja, ich werde auch einfach mal die nächste Zeit mal mit der Kamera ums Haus rumlaufen, euch das ganze Haus zeigen, den Garten zeigen, das Grundstück zeigen, was ich da bis jetzt gemacht habe, und werde natürlich auch ein paar Aufnahmen vom Haus innen drin machen. Ich werde euch auch mein Büro zeigen und ein bisschen was dazu erklären, wie ich mittlerweile in einem Raum von 2 auf 2 Metern ja meinen ganzen YouTube-Kram mache und teilweise auch da drin Filmaufnahmen mache. Also das werde ich euch da einfach ein bisschen zeigen. Ja, das sind so die Ideen, was ich inhaltsmäßig gerne so die nächsten Monate umsetzen möchte auf meinem Kanal.
Inwieweit, dass ich das schaffe, inwieweit, dass ich das kann, hinbekomme, kann ich so jetzt noch nicht genau sagen. Das ist wirklich eine Zeitsache. Aber ich versuche es auf jeden Fall umzusetzen, weil ich darauf echt Bock habe. Aktuell habe ich noch ein Video in der Pipeline, das demnächst freigeschalten wird, über ein schönes Hack-und-Hau-Messer, das ich jetzt über einige Wochen getestet habe von der Firma Silky. Geiles Teil, kann ich euch sagen. Wenn es euch interessiert, dann schaut euch das Video an, kommt demnächst. Ja, ansonsten werden weiterhin auch zwischendurch immer wieder mal ein Taschenlampenvideo kommen oder irgendein Video zum Thema Messerschärfen, Messerschleifen, irgendwelche Tipps, Tricks, kleine Tutorials oder sonstiges. So wie ich halt einfach gerade Lust habe, was dementsprechendes noch zu machen. So, das soll soweit auch gewesen sein. Ich danke euch auf jeden Fall nochmal ganz recht herzlich für eure lieben Kommentare, für eure Treue und hoffe, ihr bleibt weiterhin bei meinem Kanal dabei. Falls ihr das noch nicht seid, dann klickt doch unten auf Abonnieren und aktiviert am besten gleich die Glocke, dass ihr informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Besucht mich einfach mal auf Instagram, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr Lust habt und ja, viel Spaß bei den beiden Videos hier noch. Und dann sehen wir uns. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao, ciao.